Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mit einer weiteren Folge. Was kann man an Pokémon Go verbessern? Eure Ideen, eure Vorschläge und meine Ideen, meine Vorschläge. Ich habe mal vor geraumer Zeit eine Folge hochgeladen mit dem Kollegen 4K Drohne. Ist auf Twitter sehr aktiv, präsentiert dort hin und wieder seine Ideen. Auch mit Photoshop ein paar Sachen, um das zu verbildlichen. Fand ich ganz cool, deswegen war er bei der ersten Folge Gast. Geplant waren mehrere Folgen. Hat lange gedauert, bis jetzt die zweite Folge kommt. Wird wahrscheinlich so ablaufen, dass ich jede Folge ein, zwei Ideen von mir präsentiere oder welche, die ich gefunden habe online, die interessant sind oder mir eingereicht wurden. Und danach gehen wir eure Ideen durch in den Kommentaren. Das heißt, ihr könnt gerne unten in den Kommentare schreiben, eure Ideen, eure Vorschläge, was man an Pokémon Go so verbessern könnte, was ihr gerne im Spiel sehen würdet. Und natürlich könnt ihr gerne liken, kommentieren und abonnieren, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt. So, wir fangen an mit meiner Idee. Viele Leute wollen Items tauschen. Items tauschen, irgendwelche Sachen, die sie nicht brauchen, Inkubatoren, natürlich interessant, Raidpässe, aber auch irgendwelche Sinnosteine oder sowas, falls der Kollege mal einen braucht oder so. An sich eine nette Idee. Ingress hat so eine Sache, habe ich gehört, man kann Items fallen lassen und dann können andere Spieler das einfach aufheben. Ist eine coole Sache. Das größte Problem ist halt, was ich sehe, Raidpässe. Man erstellt sich irgendwelche Fake-Accounts, ganz, ganz viele, sammelt da einfach nur die freien Pässe, also freien Münzen, kauft sich dann freie Pässe und schiebt sie sich alle rüber auf einen echten Account. Das wäre so das größte Problem. Deswegen kann man das mit dem einfach fallen lassen und dann aufheben wahrscheinlich nicht machen. Oder man limitiert es halt irgendwie. Aber meine Idee war jetzt, Pokémon in den Spielen können ja Items tragen. Das heißt, wenn du mit irgendeinem tauscht, kannst du ihm ein Item geben und sozusagen dann auch das Item tauschen. Das wäre so meine Idee gewesen. Natürlich müsste man das dann irgendwie regulieren. Weil auch da könnte man dann zu viele Tausche machen und dann einfach die ganzen Pässe hin und her schieben. Also müsste man das auch limitieren. Problem wäre dann, man kann ja zum Beispiel nur einen Spezialtausch am Tag machen. Und das wäre dann sozusagen auch ein Spezialtausch. Und man will nicht unbedingt einen Spezialtausch machen mit dem, dem man ein Item geben will. Also das wären dann zwei Spezialtausche sozusagen. Das würde auch viele Leute verwirren und sowas. Aber das wäre so meine Idee. Könnt ihr gerne eure Meinung zu meiner Idee unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt schauen wir uns mal eure Ideen vom letzten Mal an. Okay, das Video ist schon so lange her. Tim schreibt sogar noch, mich interessiert wirklich deine Idee, wie man Team Rocket in Pokémon Go einführen könnte. Im Nachhinein kann man natürlich immer labern, aber eigentlich so, wie sie es eingeführt haben, genauso habe ich es mir vorgestellt. Ich hatte immer den Vergleich mit Jurassic World Alive und den Strike Tower. Und die Go Rocket Stops sind ja eigentlich sowas ähnliches wie die Strike Tower, also genauso ähnlich hatte ich es mir schon vorgestellt. Also so in der Art hatte ich es mir schon vorgestellt. Natürlich hatte ich keine Ahnung, dass Krypto-Pokémon kommen. Daran hatte ich niemals gedacht, aber so mit den Strike Towern, also den Rocket Stops, genauso hatte ich es mir vorgestellt. Aber egal. Eine Idee wäre auch, Items zu tauschen. Ja, darüber haben wir gerade geredet. Können wir uns mal kurz anschauen, was der Kollege hier so denkt. Eine Idee wäre auch, Items zu tauschen. Also als Tausch kann man das so machen, wenn man erst Superfreund ist, auch wieder ein schöner Drang, Freunde wieder Geschenke zu schicken. Ja. Und wenn man sich gegenseitig einen Item-Tausch macht, kann man das vielleicht nur einmal pro Tag. Ja. Machen so als Gleichgewicht, das stimmt auf jeden Fall, das muss auf jeden Fall hin. Wenn man am Tag mehrmals tauschen kann, wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber man kann ja auch machen, vielleicht maximal 5 bis 10, das wäre bestimmt zu viel. Es gibt ja bestimmte Items, zum Beispiel Melton Box, die nicht tauschbar sein können, ja offensichtlich. Das wäre auch so als Gleichgewicht. Zum Tauschen muss man dann halt in der Nähe sein, um dann zu tauschen, ja. Beodrom. Meine Idee wäre eine Art Kampfturm, okay. In jeder Stadt steht ein Turm, den man in der ganzen Stadt sieht. In gigantisch großen Städten vielleicht zwei. Schwer umzusetzen, aber okay. Und wenn man zu dem Turm hingeht, kann man sich für PvP anmelden. Man sucht sich eine Liga aus und seine drei Pokémon und wird dann einen Gegner, der irgendwo auf der Welt gerade auch, what the fuck, auch an dem Turm steht und Gegner für diese Liga sucht, zugewiesen bekommen. Das wäre schon heftig, international so weltweit. Aber das wünschen sich viele, dass man einfach so irgendwie gegen andere Leute online kämpfen kann, die halt nicht mit einem befreundet sind. Als Belohnung sollte man aber nichts Ultra-Klasses kriegen, damit die Leute, die keinen Bock auf PvP haben, sich nicht gezwungen fühlen, PvP machen zu müssen. Nett, dass du an die denkst. Ich hätte gerne, dass ich in der Freundesübersicht gleich sehen kann, wem ich noch ein Geschenk senden kann. Oh mein Gott, das auf jeden Fall. Das ist so eine kleine Sache, aber so dringend und so verbessern würde es das Spiel einfach. Warmichael. Also meine Idee ist, ein Modul einzuführen, so ähnlich wie das Log-Modul, aber für eine Arena, okay? Und wenn man die in der Arena einsetzt, dann taucht dort ein Raid-Boss auf. Man kann sogar die Idee, was? Achso, okay, Lockmodul für Raid-Bosse, das ist krass. Das ist interessant. Das ist echt interessant, Mann. Alter, das ist mega interessant. Vor allem, wenn man noch einen Raid braucht am Abend, weil man den freien Tagespass noch loswerden will und da sind keine Raids mehr unterwegs oder man will nicht allzu weit fahren dafür
oder irgendwo im Dorf. Und da gibt es natürlich verschiedene Stufen von Rauch, also Level 1, Raid Rauch sozusagen. Verstehe. Die Idee gefällt mir mega, Mann. Die Idee gefällt mir echt mega. Einlöschen wäre okay, ja, das wäre sowas von unnötig. Man muss halt auch durch die harten Sachen. Man kann sich nicht nur die guten Sachen raussuchen, also. Das mit den Eierlöschen sehe ich so oft, aber unsinnig. Da kann man gleich 2 und 5 abschaffen und nur noch 10 erblühten. Also 2 und 5 löschen, unnötig und unsinnig. Echter Noel, mehr Sternstaub und Bonbons aus 7ern. Ja, die sind gleich, das macht absolut keinen Sinn. Timer für Lokmodule, darüber haben wir in der Folge gestern geredet. Wäre interessant auf jeden Fall. Vor allem bei Events, wo die 6 Stunden laufen, das stimmt. Laufen die jetzt noch 5 Stunden oder nur noch 10 Minuten? Das ist schon ein großer Unterschied. Dann noch die Vorschläge, Kommentare mit den besten Bewertungen von OGP. Für mich wäre die beste Veränderung in Sachen Raids ein Go-Button, um den Raid vor Ablauf der 120 Sekunden zu starten. Das wünschen sich so viele, macht doch Sinn, wenn jeder bereit ist, einfach go. So viel unnötige Zeit einfach verplempert. Timer für Lockmodule, ja, das wollen viele. Ein Feature, das schon längst fällig wäre, ist eine Anzeige, ob ein Freund noch ein Geschenk hat. Das haben wir auch gerade besprochen, das ist halt einfach so. Jedes Mal bei mehreren Dutzend Freunden alles durchgehen, um festzustellen, dass 2/3 ihre Geschenke noch nicht geöffnet haben. Ja. Zweite Idee, kein Chat, aber so eine Art Status mit vorgefertigten Nachrichten. Okay, die vorgefertigten Nachrichten nicht unbedingt, weil da hat man nicht so viel Auswahl, vielleicht will man was anderes. Aber schon so eine Art Status, wo man einfach irgendwas reinschreiben kann. So wie bei WhatsApp, diese Status, so diese... wo dann voll viele voll poetisch werden und irgendwelche Zitate oder sowas von was weiß ich wem reinpacken und denken, die wären irgendwelche Philosophen. Sowas könnte ich mir vorstellen. Da kann man einfach reinschreiben. Eine kleine Nachricht an alle. Anstatt den Buddy jetzt umzubenennen. Klar, das reicht auch, aber wäre schon nett. Münzlimit 50, ja, ist halt so. Also, das ist nichts, was man verbessern kann. Das ist halt einfach so viel, wie Niantic uns halt gibt. Suchfunktionen im Pokédex, das stimmt. Habe ich auch sehr oft gehört. Fände ich auch recht cool. Und wieso nicht? Nur, was genau will man da suchen? Keine Ahnung. Ich schaue eigentlich eh nie in den Pokédex rein, also... keine Ahnung, du. Dann haben wir noch Daniel, der hat eine Menge Vorschläge, die können wir auch noch durchgehen. PvP-Liga und das Spielen dieser auf Distanz wäre super. Wäre es, ja. Verbesserung der Arena-Map, welche es schon im Spiel gibt. Damit man noch präziser sieht, wo welche Arena steht. Ja, das ist sehr, sehr ungenau. Ist mir auch aufgefallen, hatte ich auch das Problem mal. Könnte man auf jeden Fall verbessern. Zutraulichkeitslevel. Durch Streicheln, Füttern als Buddy nehmen bei den eigenen Pokémon. Dadurch können sie im PvP selbstständig ausweichen. What the fuck? Einen weiteren Schild bekommen bzw. einen Attack Boost halten. Oh, gefällt mir so gar nicht die Idee. Überhaupt nicht. Das heißt, du müsstest eine gewisse Zeit mit diesem Pokémon verbringen. Aber du weißt ja nicht, welches Pokémon du für die PvP-Liga haben willst. Du jagst ja Pokémon, also ist ja nicht so, dass du einen Evoli hast. Sagen wir mal Evoli, keine Ahnung. Ist mir so eingefallen wegen Streicheln. Und du das dann für die Liga haben willst. Du suchst dir ja erstmal eins, was die perfekten Werte hat. Und dann hast du halt das, also... und dann brauchst du halt mehr... also, keine Ahnung, richtig schlechte Idee. Als Spieler kann man sich selbst für 24 Stunden auf der Map platzieren und dann Straßenkämpfe zu veranstalten. Ähnlich PvP, aber mit anderen Belohnungen. Das ist eigentlich auch voll die schlechte Idee. Du bist ja nicht 24 Stunden online. Dann kommen Leute dahin, fordern dich heraus und du bist halt offline. Die Animationen während eines Arena-Kampfes müssen ebenfalls drastisch reduziert werden, da man teilweise alleine wegen der Animation ewig braucht, bis man eine Arena solo besiegt hat. Ist halt nicht so schlimm. Ist halt so. Generelle Überarbeitung des Arena-Systems, damit WP wieder mehr Sinnhaftigkeit erhalten. Ja, das stimmt. Da kann ich dir nur zustimmen. Das ist mein absoluter Favorit, das will ich unbedingt ändern. Arena-System. WP hat keinen Sinn, das sage ich immer wieder. Viele verstehen es nicht, aber es ist so, WP hat keinen Sinn. Ein gutes Schlusswort von Daniel. Das waren so die Ideen vom letzten Mal, so, ja. Mal schauen, ob dieses Format überhaupt funktioniert, weil an sich wollen die Leute immer dasselbe sehen. Ich glaube, nach dieser Folge gibt es keine weitere Folge. Oder zumindest nicht in diesem Stil. Wir können ja immer nur Ideen präsentieren und nicht mal eure Ideen durchgehen. Ich schaue mal, was so heute eingereicht wird und dann, ob das Sinn macht, eure Vorschläge nochmal durchzugehen. Weil es gab ja auch ein paar sehr interessante, wie zum Beispiel das Raid-Lock-Modul für Arenen. Sehr, sehr geile Idee, finde ich. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt für dieses Format. Ich bedanke mich fürs Vorbeischauen. Wieder liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.